Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Das Ende des ersten Quartals 2024 war ja an den Aktienmärkten in vielerlei Hinsicht spektakulär. Die US-Märkte erholten sich im Monatsverlauf deutlich, markierten mehrere neue Allzeithochs und auch mein Depot legte im Monatsverlauf auf Basis der zeitgewichteten Rendite um 6,66% zu. Das Ziel meiner Beteiligungen am Produktivvermögen sind aber nun nicht Kursgewinne, sondern ein stetig steigender Cashflow. Damit will ich gar nichts gegen Kurssteigerungen sagen, nur ist mein Ziel eben ein anderes, auch wenn viele das nicht teilen. Der monatliche Cashflow ist es nämlich, mit dem ich in Zukunft meinen Lebensunterhalt ganz oder teilweise bestreiten möchte, und zwar ohne Unternehmensanteile verkaufen zu müssen. Dabei ziele ich auf 10% jährlichen Einkommenszuwachs und das Ganze ohne zusätzliche Kapitaleinzahlungen. Die letzten Einzahlungen auf mein Konto habe ich Ende 2020 vorgenommen. Seitdem speist sich das Wachstum aus dem Portfolio selbst. Und zwar zum ersten aus Dividendenerhöhungen, zum zweiten aus Reinvestitionen der Dividenden in entweder bestehende oder auch in neue Positionen, sowie drittens aus Stillhaltergeschäften mit Optionen. Wer übrigens zu diesem Ansatz mehr erfahren möchte, den lade ich herzlich ein zu Pfingsten zu meinem Optionsworkshop nach Frankfurt am Main. Nähere Informationen dazu gibt es unter diesem Video. Eine Handvoll Plätze sind dort noch verfügbar. Betrachten wir jetzt zunächst die Dividenden, die im März eingegangen sind. Gegenüber dem März 2023 stiegen die Gewinnausschüttungen um 19,71% auf 3.337,24 €. Das ist ein neuer absoluter Monatsrekord für mich. Auch für das gesamte erste Quartal 2024 steht ein Rekordeinkommen in den Büchern. 6.680,46 € ergeben einen Zuwachs von 15,41% gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Das sind Nettobeträge, das heißt, die US-Quellensteuer in Höhe von 15% ist hier bereits abgezogen und die Dollarbeträge, die auf meinem Konto eingegangen sind, wurden zum Tageskurs in Euro umgerechnet. Was man sieht, ist, dass trotz des relativ schwachen Februar das Ergebnis fürs Gesamtjahr aktuell nicht in Gefahr ist. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass manche Dividenden nicht am Karfreitag, also am 29. März, auf meinem Konto gutgeschrieben wurden, sondern erst am Ostermontag, was ja kalendarisch schon der 1. April war. Ich habe sie trotzdem im März verbucht, da gehören sie nämlich turnusmäßig auch hin. Wie man an der Grafik sieht, ist der März ohnehin einer der stärksten Dividendenmonate generell. Für mich brachte er 49 Zahltage. Das sind bei 20 Börsentagen des Monats März statistisch fast 2,5 Überweisungen pro Börsentag. 21 Unternehmen überwiesen mir eine gesteigerte Dividende. Ein Unternehmen, nämlich Walgreens, hat die Dividende um 48% gekürzt. Da gab es früher 1,92 $, jetzt gibt es nur noch 1 $. Die Folge ist, die Position steht bei mir auch zum Verkauf. Sie wird aktuell mit Covered Calls bewirtschaftet. Der Dividendenverdoppler Bladex befindet sich in meinem Depot seit langem und hier sei angemerkt, dass der Steigerung um 100% eine jahrelange Stagnation vorausgegangen ist und dass ursprünglich, als ich die Aktie gekauft habe, die Dividende hier bei 1,54 $ lag, dann auf 1 $ gekürzt wurde und von diesem niedrigen Niveau jetzt auf 2 $ pro Jahr erhöht wurde. Auch die Steigerung von über 100% bei Patria Investments ist nicht repräsentativ. Man sollte die nicht auf die Goldwaage legen, denn Patria Investments hat eine von Quartal zu Quartal stark schwankende Dividendenausschüttung. Auch wenn übers Jahr die Dividenden steigen, so ist man hier von Quartal zu Quartal eben bedeutenden Schwankungen ausgesetzt. Auf eines deuten die steigenden Ausschüttungen aber meiner Ansicht nach hin.
Die Gewinne in den Unternehmen sind nämlich kräftig gestiegen und die Situation ist lange nicht so schlecht, wie sie gelegentlich medial dargestellt wird. Betrachte ich nun meinen Dividendentacho, so stand der Ende Februar bei $32.175.18. Das ist die projizierte Jahresdividende für die nächsten 12 Monate. Brutto in US-Dollar, wie sie sich aus den deklarierten Dividenden und meinen Positionsgrößen ergeben würde. Ende März nun war die Tachonadel weitergewandert auf $32.670.08. Zu Silvester hatte ich ein projiziertes Jahreseinkommen von $31.080.60. Das bedeutet, seit Silvester habe ich eine Rentensteigerung, wenn man so will, von seit Silvester 5,11% und seit Ende Februar von 1,53% in meinem Depot erzielen können. Mein Jahresziel ist hier die schon genannte 10%ige Steigerung. Sie müsste also bei $34.190 am Jahresende stehen, die Tachonadel, und mit den jetzt bereits erzielten 5,11% Einkommenszuwachs habe ich in einem Vierteljahr bereits mehr als die Hälfte des Weges hier zurückgelegt. Natürlich, das sei auch nochmal angemerkt, diese Summe muss man jetzt von Dollar in Euro umrechnen und man muss sie dann auch ordnungsgemäß versteuern, wer eben Steuern in Deutschland zahlt. Mein zweiter Cashflow-Strom, das waren auch im März wieder Stillhaltergeschäfte. Es war ein relativ ruhiger Monat. Ich habe nur 11 Optionspositionen geschlossen, alle im Gewinn. Die implizite Volatilität war ja deutlich zurückgegangen und so blieb sie auch im März bei den steigenden Kursen natürlich niedrig und nur wenige Optionen haben das Gewinnziel erreicht. Auf meine Equity gerechnet habe ich mit den 11 Trades 0,38% Gewinn oder 1993 Euro erzielt. Welche Transaktionen habe ich nun im Aktienbereich durchgeführt? Nun, ich war den halben Monat auf Reisen, dann kam auch noch Ostern dazu. Ich war also nicht sonderlich aktiv. Und zum Zweiten, es gab bei den steigenden Kursen nur ganz wenige günstige Kaufgelegenheiten. Ich habe also lediglich 2 Positionen aufgestockt, 40 weitere Aktien von Pfizer gekauft und 45 von Brookfield Renewable Corporation. Am 29. März wurden dann meinem Depot 15 Aktien des 3M-Spin-Offs Solventum zugeschrieben. Da die Aktie erst am 1. April offiziell gelistet war, gibt es hier in der Tabelle zum Ende März noch gar keinen Einstiegskurs. Inzwischen zeigt mir die TWS hier eine Einstiegstaxe von $69.10, also insgesamt $1036.50 als Investmentsumme an. Die Firma zahlt noch keine Dividende, es ist also auch keine Position, an der ich auf Teufel komm raus aktuell festhalten würde. Möglicherweise trenne ich mich davon, falls Kapitalbedarf bestehen sollte. Aktie des Monats wurde im März ein weiterer REIT aus dem Bereich Einzelhandel, nämlich die Agri Realty Corporation. Neben den Versorgern sind ja die Immobilienaktien aktuell der am günstigsten bewertete Sektor. Deswegen habe ich auch hier gezielt nach Chancen gesucht. Das Unternehmen Agri Realty funktioniert ähnlich wie Realty Income, ist aber nach der Marktkapitalisierung nur etwa ein Achtel von Realty Income groß. Es hat nur 2135 Einzelhandelsimmobilien im Triple Net Leasing vermietet. Damit kann man deutlich dynamischer wachsen als Realty Income, die ja bekanntlich über 13.000 Immobilien im Portfolio haben. Außerdem nähert sich meine Position in Realty Income der vollen Positionsgröße. Die Aktie ist derzeit nicht sonderlich günstig bewertet, sodass ich mich hier nach einer Alternative umgeschaut habe. Agri Realty zahlt ebenfalls monatliche Dividenden. Seit 11 Jahren werden die Dividenden gesteigert. Und wenn man die beiden Aktien direkt miteinander vergleicht, dann stellt man fest, in den letzten 10 Jahren schneidet Agri Realty sogar besser ab, was Dividendensteigerung und Gesamtgewinn angeht.
Während Realty Income es bei den Dividendensteigerungen in den letzten 10 Jahren auf durchschnittlich 3,91% pro Jahr brachte, stieg bei ADC die Dividende jährlich durchschnittlich um 5,94%. Wie die Zukunft aussieht und ob das so bleibt, weiß ich natürlich nicht, aber ich möchte einfach hier mein Einzelhandelsengagement auch ein bisschen diversifizieren. Rechne ich jetzt alles zusammen, dann habe ich im März nur $3,296 investiert. Das ist kein sonderlich hoher Wert, aber die teuren Märkte glänzen eben auch nicht mit günstigen Einstiegskursen in einzelnen Unternehmen. So häufe ich etwas Cash an und warte darauf, dass nach den nächsten deutlichen Kursrückgängen sich vielleicht wieder mehr Chancen ergeben, statt jetzt auf Teufel komm raus teuer einzukaufen. Ich hoffe, das motiviert wieder ein kleines bisschen zum Weitermachen. Passt ordentlich auf euer Geld auf. Ich wünsche euch alles Gute und noch einen schönen Frühlingssonntag. Tschüss, euer Nils Gajowi.